Als nächstes werden wir die Cybersicherheit ansprechen. Die Cybersicherheit umfasst die Sicherheit im Internet und auf persönlichen Geräten. Wir werden gemeinsam die größten sicherheitsrelevanten Themen ansprechen und Tools kennenlernen, mit welchen wir uns schützen können im Internet. Das erste Thema sind E-Mails. Wir verwenden sie ta tagtäglich und kommunizieren auch vertrauliche Informationen über diese. Leider sind sie somit die perfekte Stelle, um Schaden anzurichten. Die meistverwendete Taktik ist dabei das Phishing. Beim Phishing erhaltet ihr ein Mail, von welcher ihr denkt, sie komme von einem Absender, den ihr vertrauen könnt. In der Mail werdet ihr dann aufgefordert, einen Link zu öffnen und anschließend Informationen wie Anmeldedaten, Kreditkartennummer oder weitere persönliche Informationen einzugeben. Dies kann genutzt werden, um eure Accounts zu stehlen, eure Kreditkarte zu nutzen oder eure Handynummer zu verkaufen. Ein Beispiel ist diese Mail von der angeblichen DHL-Firma. Ein wichtiger Hinweis für die Glaubwürdigkeit der Mail ist die Absenderadresse. Dies könnt ihr euch unabhängig vom Mail-Manager anzeigen lassen. In meinem Fall drücke ich auf den Absender drauf und erhalte die Mail support@roslingardens.com. Es ist nicht immer offensichtlich, aber in diesem Fall ist klar, dass es sich beim Absender nicht um DHL handelt und die Mail wahrscheinlich eine Spam-Mail respektive eine Phishing-Mail darstellt. Auch sehr gerne verwendet werden Mails mit dem Absender von Kreditkarten. Auch hier könnt ihr die Absender-Mail kontrollieren. Und falls ihr euch nicht sicher seid, könnt ihr die Absender-Mail in eine Suchmaschine eingeben. Meistens seid ihr nicht die Ersten und Einzigen, die diese Mails erhalten haben, und online wird bereits von diesen Absendern gewarnt. Noch viel gefährlicher können sogenannte Makros-Dateien sein, welche als Anhang in Mails mitgeschickt werden. Diese sind als Excel-Datei erkennbar, können jedoch Viren enthalten und euren Computer infizieren. Somit versucht, wenn möglich, das Öffnen von angehängten Dateien von unbekannten Absendern zu vermeiden und markiert alle Mails als Spam.